Die Bahn hat den ICE neu gestaltet. Im Prinzip soll es unser neues Wohnzimmer sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein anderes Thema, was mich sehr stark im Moment stört, ist, Leute, habt ihr verlernt zu fliegen? Wie es ist, durch die Sicherheitskontrolle zu gehen? Was ist bei euch kaputt? Also ich gehe durch die Sicherheitskontrolle, habe das Gefühl, dass irgendwie 60%, 70%, 75% der Leute in ihrem Leben noch nie geflogen sind. Und ich rede jetzt auch von der Priority Line. Und dann als Thema natürlich Lufthansa und ITA. Die Lufthansa hat anscheinend, wie das so schön im Englischen heißt, wenig Financial Exposure. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Lasst uns direkt in das erste Thema eintauchen, nachdem ihr den Abonnierbefehl befolgt habt. Ja, ganz genau, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, kommentieren und ganz, ganz wichtig, ein Like dalassen. Danke dafür, dass ihr es getan habt oder dass ihr es jetzt tut. Das ist der Moment. Erstes Thema Lufthansa, ITA-Übernahme. Irgendwie pfeifen die Spatzen das vom Dach. Der Flughafen Rom hat gesagt, ja, wir wollen die Lufthansa haben. Dann haben die Freunde in Italien, in der Regierung gesagt, ja, wir wollen als Wunschtraumpartner die Lufthansa haben. Also insofern, alle wollen sie Lufthansa haben. Und Lufthansa hat jetzt auch etwas bekannt gegeben, in Anführungsstrichen durch informierte Kreise, wie das ja immer so schön in der Presse heißt, dass am Montag das finale Angebot, nachdem man den Datenraum ja erreicht hat und sich die Zahlen geguckt hat, abgeben möchte. Aber das, was das Interessante dran ist, man hat ja gesagt, irgendwie so bummelig 1 Milliarde und ein bisschen. Das Geld kommt ja auch von der MSC mehr. Die Lufthansa ist der Partner, der weiß, wie es funktionieren soll. Und dieses finalisierte Angebot wird eine verbindliche Übernahme, also eine Offerte, die ganz offiziell ist. Und der Fristablauf ist am 23. Mai. Ja. Die Finanzierung wird zum Großteil von der MSC übernommen, hat das Hannes hat herausgefunden. Heißt also, dass das Risiko, das die Lufthansa hat, und die Lufthansa ist ja ein gebranntes Kind mit Italien, Lufthansa Italia nenne ich nur als Stichwort, als Beispiel, also die wollen das nicht. Und Carsten Spohr sagt Folgendes, wir wissen, was wir in Italien machen, keine Sorge. Ja, das war mit der Lufthansa Italia ja ganz der Fall. Aber da war Carsten Spohr ja nicht in entscheidender Position, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Wir müssen natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt noch andere Leute im Rennen, so klar wie die Lufthansa sich als Sieger sieht und die anderen Teilnehmer sagen, wir wollen Lufthansa als Angebot haben. Noch ist das Ding nicht in trockenen Tüchern, aber wenn es in trockenen Tüchern ist, für alle, die sagen, hey, die Lufthansa nimmt euer Staatsgeld oder Kredite, die sind zurückgezahlt. Und man selber geht nicht wirklich ins Risiko, zumindest nicht ganz so, wie man es vermutet. Die MSC trägt also das Hauptrisiko. Lasst uns doch ein Thema besprechen, was mir irgendwie unter den Fingernägeln brennt. Ihr seht ja hinter mir Berlin, was so irgendwie so in dem Hintergrund verschwimmt. Ich gucke nochmal auf Kontrollbild genau. Und auch hier am Berliner Flughafen in der Sicherheitskontrolle fällt mir nicht nur auf, dass die Kontrolle selber teilweise schwierig ist für viele Leute. Ich selber habe nicht wirklich viele Probleme gehabt, außer dass es mal längere Schlangen gab, was aber irgendwie anscheinend gelöst worden ist. Also daher toi toi toi, Holzklopfen, dass das auch so bleibt. Das Problem sind die lieben Mitfliegenden. Ich flog mit Air Baltic und habe festgestellt, dass Air Baltic für die VIPs, also quasi die Senatoren der Air Baltic, keine Priority Lane geben. Da musste man sich normal anstellen, also da, was ich eigentlich wirklich lange nicht mehr gekannt habe. Und ich hatte das Gefühl, die Leute, die vor mir sich haben abfertigen lassen, die haben echt einen an der Marmel gehabt. Die wussten nicht, was sie drauf tun müssen. Dann war einer, der hatte irgendwie seine ganzen Medikamente, die er dann rausgefummelt hatte. Also die haben nicht mit den Flüssigkeiten erst auf Kette gekriegt. Dann, oh, Notebook ist drin, ja, muss nochmal gescannt werden. Und dann wieder beim Ein- und Auspacken dieser Zeitverlust. Das heißt also dieses Unorganisierte. Natürlich, wir sind viel Flieger, viel Reisende. Wir wissen natürlich die Handgriffe. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt vorher, dass die Leute da so wie die Jungfrauen zum Flieger kamen. Also das soll doch mal endlich mal wieder Leute sagen. Also das heißt,
das ins Handgepäck, es gehört da einfach kein Schnaps rein, es gehört da nicht irgendein Parfüm rein, was halt größer als 100 ml ist. Und auch wenn man sich das anguckt, was bei der Kontrolle gefunden wird, wir hatten ja das große Glück, dass wir auf einem Stammtisch den Winfried Hartmann hatten von der FraSec, der also diese Security-Kontrolle macht, oder aber auch Risa Amari, der Pressesprecher der Bundespolizei in Frankfurt. Das ist übrigens ein wichtiges Thema. Stammtisch Frankfurt am Sonntagabend, am Samstagabend, also morgen in München. 18 Uhr beginnen beide. Das eine ist in der Arnulfstraße im Augustinerkeller. Und das andere in Frankfurt ist natürlich im Hyatt Place. So, und bei diesem Stammtisch wurde gesagt, dass die Leute zum Beispiel, einer hatte sich irgendwie so ein langes Messer auf den Rücken geklebt und dass er gefragt wurde, warum er das gemacht hat. Ja, ich wollte einfach mal ausprobieren, ob die das finden. Und in Hamburg sagt auch die Leiterin des Passagiermanagements, dass die Fluggäste unvorbereitet sind, aber auch, dass sie halt so viel Müll mitbringen, Müll nicht im Sinne von Sachen, die sie, die halt irgendwie Müll sind, sondern das Problem ist, wenn ihr solche Sachen mitbringt, das ist dann Müll, weil der weggeschmissen werden muss. Weil wer hat denn dann noch jemanden, der da wartet, der einem zum Beispiel so ein Parfüm abnehmen kann? Das muss weggeschmissen werden. Alkohol, kannst nicht einfach mal die Flasche dir reindrehen und das wird weggeschmissen. Und dann natürlich gibt es auch andere Gegenstände neben diesen Gegenständen, die man so kennt, also Cremes und das, was du halt brauchst an Sachen, die zu groß sind, sondern es sind auch Sachen, die mitgenommen werden, wie eine Pfeffermühle, die aussieht wie ein Baseballschläger. Wer kommt auf so eine Idee? Oder diese Gürtelschnalle, die aussieht wie eine Handgranate, wie eine Pistole, also solche Sachen. Aber auch Waffen. Ich meine, wie kommst du auf die Idee, eine Waffe mitzunehmen? Und das Hauptproblem ist halt etwa, wenn man an einem Flugtag wie in Hamburg, die haben halt zu Spitzenzeiten 45.000 Passagiere. Und dann hast du in der Security solche Leuchten, um es mal so zu sagen, die halten das Ganze auf. Ist das eine Erfahrung, die ihr auch gemacht habt? Ist das etwas, wo ihr sagt, das geht mir so auf den Nerv? Aber mir ist das halt wirklich auch aufgefallen. Also kommentiert unten, schreibt einfach, was ihr dazu denkt. Ich denke, das müsste auch möglich sein, einfach kultiviert. Notebook raus, Klarsichthülle raus mit den ganzen Cremes und den ganzen Quatsch, den man hat, 10x 100 ml, Jacke ausziehen, Gürtel ab, beziehungsweise wenn man ein Vollbody-Scanner ist, dann Gürtel drin lassen, aber ordentlich hinstellen, also fertig. Und dann vor allem den Leuten Platz lassen. Wenn du deine Sachen weggelegt hast, weggehen. Und wenn du deine Sachen nimmst, nimm doch dein Tray und stell dich dahin, wo Platz ist, aber bleib da nicht stehen und mach deinen ganzen Müll zusammen. Das waren mein Rant an einem heiligen Freitag. Jetzt kommen wir zu einem schönen Thema. Und zwar, die Bahn hat den ICE neu gedacht. Ja, ganz genau. Viele fühlen sich erinnert an diesen Metropolitan. Das ist ja der ICE, der mal mehr mit Holz und so ein bisschen hübscher gemacht worden ist. Und die Bahn will jetzt auch wirklich mehr Wohnzimmer. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ihr in IKEA einkaufen müsst, um euch im ICE einzurichten, dass man da halt jetzt mal schnell eben die Leute belästigt, dass man da irgendwie Zimmerpflanzen auf eine Ablage stellt, weil am Fenster gibt es jetzt eine Ablage, so wie man das halt aus dem 380er im Upper Deck kennt. Also so eine Zimmerpflanze braucht ihr nicht mitbringen, aber es soll halt durch die Farben, durch dieses Holzige, durch dieses Blaue, soll es halt wesentlich wohnlicher werden. Und es gibt auch Neuigkeiten. Das heißt also, dass für die Passagiere der zweiten Klasse das neue Design mehr Kunden in die ICEs gelockt werden sollen. Dann sollen aber auch mehr RCS auf die Bahn, also auf die Strecke kommen. Hoffe ich zumindest. Und es soll halt wirklich mehr Komfort, mehr Privatheit, aber auch, ich wiederhole es nochmal, Wohnzimmerfeeling geben. Und um zu gucken, was sich ändert, ist einfach, dass es ein helles Eichenfurnier gibt. Ganz genau, kennt ihr alle, Eiche rustikal, hatte Großmama auch. Und in Bistrobezüge dunkle Zugbegleiter, rot, Burgundi. Die erste Klasse wird grau. Es gibt hochwertige Bezüge mit Wolle und Synthetik, also kein Leder mehr. Ja, kein Leder. Ich bin auch gespannt, ob das versifft wird. Also das ist halt so ein Thema, muss man einfach abwarten. Und diese Ledersitze sind halt... Ehrlicherweise sind Ledersitze nicht mehr zeitgemäß, muss man halt wirklich sagen. Warum? Ganz einfach, Leder ist halt ein Produkt. Ich bin auch umgestiegen zum Beispiel bei Schuhen, obwohl ich ein Fleischesser bin, also das nicht. Ich trage halt sehr, sehr wenig Lederschuhe. Ich trage meistens diese Adidas-Schuhe zum Beispiel, die
Plastik aus den Ozeanen wiederverwerten. Und das ist halt etwas, was ich auch in Ordnung finde. Auch Volvo zum Beispiel bei dem elektrischen Auto hat ja auch keine Ledersitze mehr. Das sind ja auch alles solche Sachen. Das finde ich sehr gut, dass das gemacht wird. Und jetzt gibt es aber eine Ablage. Also das heißt, wenn ihr an der ersten Klasse sitzt und ihr macht den Klapptisch runter, dann gibt es eine Ablage fürs iPad. Das ist mal eine tolle Geschichte. Das heißt also, dass man da das iPad hat und da dann halt schauen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wissen ja alle, als wir IC gefahren sind und die ersten Sitze mal richtig hart waren, das war beim ICE 4 für die Fachleute. Ich selber kein Bahnspezialist, aber ich bin ja Gott sei Dank übrigens von einem Leser oder beziehungsweise Zuschauer darüber informiert worden. Der hat mir das weitergeleitet. Und ihr seht ja auch an den Bildern, dass die 900 Fahrgäste, die als Probanden diese Züge getestet haben, dieses Debakel verhindern wollten, dass man hart sitzt. Und man hat zugehört bei der Bahn, wie man so schön sagt. Und diese Sitze sollen halt robust und langlebig sein. Die, und jetzt wichtig, jeder Sitz soll pro Tag 4 Fahrgäste aushalten. Nicht zusammen, ne, ganz wichtig. Das heißt also, wenn so eine Bahn fährt, dass also pro Tag im Schnitt pro Sitz 4 Leute sitzen. Gut zu wissen. Und das viele Jahre lang. Wenn man das überlegt, im Monat, den Monat 30 Tage, sind 120 Leute in einem Sitz gesessen. Bisschen eklig, oder? Wenn er sich sauber macht. Hoffen wir, dass die Ledersitze da ein gutes Beispiel sind in der Langlebigkeit und dass diese Stoffsitze auch wirklich sauber gemacht werden, dass das nicht eklig ist. Aber warum sagt man, das soll wie ein Wohnzimmer sein? Also was ist da die Idee dahinter? Das heißt also, man hat zwar dieselben Sitzreihen, Abstände, man hat viel mehr Verstellmöglichkeiten. Das ist halt etwas, was sehr gut ist. Wenn man zum Beispiel die Armlehne hochklappt, dann hat man eine Bank, wenn man alleine fährt zum Beispiel. Mehr Abflageflächen. Dann hat man eine durchgehende Sitzschale, dass also von hinten nicht mehr aufs Notebook geguckt werden kann. Finde ich sehr, sehr schön zum Beispiel. Jetzt kommt's. Der Fernverkehrschef Michael Peterson sagt, hier kann man als Gast sein Nest bauen. Ja, das heißt, man hat also einfach da ein bisschen zugehört. Das ist wie beim Flugzeug, dass man da halt jetzt auch etwas mehr Privatsphäre bekommt. Türen gibt es keine, außer in Abteils logischerweise. Aber man möchte halt auch ein neues Reservierungssystem haben, wo Familien, Geschäftsreise gezielt in die entsprechende, aber flexibel zugewiesenen Zonen gebucht werden können. Ihr wisst das ja selber, wie das ist. Es gibt halt Strecken, da sind halt viele Geschäftsreisen unterwegs und. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wann geht diese Bahn auf die Strecke? Der erste Zug fährt dann im Dezember 2023, weil das ist erst ein Mockup. Ne? Also das heißt, das ist erstmal, nachdem der Kollege unten gehupt hat, ist das erstmal so ein Demonstrator, der halt aussieht wie ein Zug von innen, aber halt keiner ist. Und von den 23 bestellten ICE 3 Neo, wie sie heißen, wie gesagt, 2023 im Dezember. Dann werden die unter dem Namen ICEL grenzüberschreitend und auf touristischen Strecken. Terrestrisch wäre auch extraterrestrisch, wenn viele UFOs kaufen und gucken. Aber, und jetzt kommt die andere Frage, die alten ICEs werden aus Kostengründen nicht umgerüstet. Und auch die jungen ICE 4 kommen im bekannten Design. Also da wird es auch nicht passieren. Und warum macht man das bei der Bahn? Weil man natürlich den Anspruch, noch mal Menschen für die Bahn zu gewinnen möchte. Und der Vorstand Richard Lutz hat gesagt, Zug statt Flieger oder Auto, so wie die Deutschland seine Klimaziele im Verkehr erreichen. Ja, ich glaube aber nicht, dass das nur ein Thema ist, dass man über den Service gewinnt und den Sitz, sondern auch über die Taktung, die Zuverlässigkeit. Ich wäre auch mit den alten ICEs zufrieden, wenn der Zug einfach nur pünktlich wäre. Mario hat ja, wer ihm auf Facebook folgt, hat ja gesehen, dass Mario irgendwie so eine 100% Trefferquote hat, dass er mit der Bahn nicht pünktlich gewesen ist. Und da reden wir nicht über 5 Minuten, 10 Minuten, sondern wirklich über etwas Stress. Da müsste Mario mal selber drüber reden, wie das war. Und das bisherige Design der meisten ICE stammt wirklich noch aus den 1990er. Deshalb ist das aber auch schon okay, dass wir wieder was Besseres bekommen. Also da eine Evolution. Aber auch hier, was ist eure Meinung? Wie fandet ihr die Bilder, die ich zwischendurch eingeblendet habe von dem neuen ICE? Ich persönlich fände den Bistrowagen ja richtig pornös, um es mal so zu sagen.
Wohnzimmer weiß ich jetzt nicht, ob ich das so bei mir zu Hause einrichten würde, wenn ich mir was einrichten wollen würde, muss man so zu sagen. Aber kommentiert, macht ein Like, macht den Abonnier-Button einmal drücken. Ne? Aber wenn er schon leuchtet, ist das okay. Vergesst dann nicht, dass die Glocke an ist. Und danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich gucke auf die Zeit. 15 Minuten. Wir sind lang. Wieder viel geredet. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Kommentieren. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Takeoff und ich sehe euch morgen beim Stammtisch in München oder übermorgen beim Stammtisch in Frankfurt. Schickt eine Nachricht, wenn ihr mit teilnehmen wollt. Also bis dann. Tschüss.